Kämpfen. So. Selbst mit Hotkey kämpfen, was ist denn da los? Keine Ahnung, was du da treibst. Irgendwie läuft's. Ich mach's jetzt auch mal, ey. Ach so. Mal kurz verifizieren. Ja, also angeblich läuft's. Ja, ich guck Hat jetzt. Hat ja auch nur 2 Tage gedauert, das jetzt mal rauszukriegen. Go, fam. Moment. Jetzt nicht übereilig, ne? Erst mal Chat öffnen und so. Agent Pfeff, sind Sie bereit? Ja, habe ich den geilen Pedophile-Code an? Ja, wir haben beide. Ich glaube, ich habe auch den Pedophile-Code. Nee, du hast so einen Anzug an, so einen Business-Suit. Nee, du hast so ein. Du bist so ein richtig Pädophiler, Mann. So, man sieht schon meinen Desktop auf jeden Fall jetzt im Twitch. Ich warte noch darauf, dass das losgeht im Stream. Okay, es geht los. Yeah. Go. Da kommen gleich 3 Ninjas, müssen sie töten. Ich sehe keine Ninjas. Man kann schleichen. Ja? Da hinten ist ein Ninja. Geradeaus. Ich hab ihn nicht getroffen. Als du geschossen hast, hat's geruckelt. Oh, jetzt ruckelt's die ganze Zeit. Hackt das bei dir auch so? Ja. Das liegt eventuell an dem Feuer, ich weiß es nicht. Sicher, dass sie nicht irgendwie die Netzwerkeinstellung verkackt haben oder so, dass es Tangle oder so ist? Keine Ahnung, hier ist es besser. I'm coming for you. Bei mir nicht. You've given yourself away. Ah, jetzt doch. Bisschen. Weil ich die High-Quality-Musik nicht eingestellt habe. Nimmt doch nicht. Wow, es ist. Wo sehe ich eigentlich, wie viel Munition ich habe? Oh, ich habe. Ich habe keine Waffen mehr. Moment. Ich habe. Durchsuche einen von den Ninjas und kreide dir ihr Schwert. Wie geht's durchsuchen? Mit deinem Durchsuchen-Key? Achso, es ist eh bei mir. Ich bin fast tot, ich habe keine HP mehr gleich. Was ist denn das Blaue? Ist das Shield oder so? Was weiß ich. Ich nehme mal ganz viele Katanen lassen, weil man kann da nie genug von haben. Shriekens. Wo hast du die her? Die droppen die auch. What? Also jetzt läuft's flüssig. Ja. Ich glaube, das war das Feuer. Oh, hier liegt auch Shuriken. Shuriken! Und Granaten. What? Wieder? Ich habe eine Schlafgranate, glaube ich, oder was? Keine Ahnung. Die werde ich auf den nächsten Ninja werfen. Ist das hier ein Klo? So ein Loch im Boden. Ja. Was gibt's hier drin zu holen? So sneaky. What's going on here? What's going on here? Friss meine Granate um. Guten Abend. You're in trouble now. Hast du mich gerade umgebracht? Nee, ich glaub, du schläfst, ne? You'll pay for that. That hurt. Ich hab Zuckungen, jetzt bin ich hier am Start. Ich wollte die Schlafgranate durchs Fenster werfen, hab dich getroffen. Es hakt immer, wenn Gegner da sind, das muss doch irgendwie ein Netzwerkproblem sein. Wurde gekillt. Here I come. Kannst du mich wiederbeleben oder so? Erstmal muss ich mich hier um die Leute kümmern. Wow, ich bin schon wieder tot. Das ist einfach kein Skill, wie? Offensichtlich nicht. Ich werde auch nur mit dem Nötigsten wiederbeleben. Ach so. Muss aber irgendwie Sinn. Was ist das? Now you're in trouble. Du bist in trouble, Fev. Mhm. Oh Gott. Sound the alarm. Warum das so hakelig ist, verstehe ich noch nicht. Also ist offensichtlich ein Netzwerkproblem. I've got you. Ow. Oh Gott. Ein Tangle-Problem ist oder Einstellungssache. Man kann ja hier irgendwie einstellen, wie dick die Leitung sein soll und das im LAN-Modus vielleicht nicht. Nichts gesehen.
Aber ich habe auch nicht großartig. Du kannst ja gleich nochmal versuchen zu hosten, vielleicht funktioniert es so rum besser. Ich bin eh irgendwie gestorben. Ja. Wir sind beide tot, also. Ja, wir. Warte nur auf diesen Revive, was dann passiert. Oh, wir respawnen am Anfang wieder. Ja, aber die sind ja wahrscheinlich trotzdem tot, oder? Ich höre sie alle wieder. Ja, liegen noch ein paar Leichen. Achso, ist übrigens so, dein Crosshair ist unscharf und wenn du stehen bleibst, wird scharf und dann triffst du auch. Aha. Sonst schießt du und irgendwie passiert nichts und. Oh, ich hab Poison Bolts gekriegt. Ich hab bloß die Armbrust nicht. Mhm. Ja, keine Ahnung. Wird's zwar nochmal raus. Ich meine, wenn's so hakelt, ist auch kacke. Es hakelt vor allem bei mir auch. Vielleicht kann man das auch irgendwie. Was ist denn hier? Host Options? Ne, das. Ich lief mal gerade das Game. Ich guck mal, ob man das irgendwie einstellen kann im Laden-Modus, aber ich glaube nicht. Also, da gibt es diese Einstellung nicht. Da gibt es überhaupt kaum Einstellungen, also von daher Optionen. Nee. Aber vielleicht kann man das über den Dedicated Server irgendwie machen. Vielleicht. Oh, nein, ich habe was. Okay, das war nicht das, was ich starten wollte. Okay. Ich habe einen dedicated Server gestartet. Kannst mal gucken, ob du irgendwie connecten kannst? Also über LAN, ne? Ja. Hast du eigentlich auf Download Serverless geklickt oder auf Find Servers, oder? Find Server. Also ich sehe keine Server. Okay. Hast du in dem Profil auch wieder auf einen LAN-Server umgestellt? Ne, aber LAN Only heißt ja wahrscheinlich, dass auch das andere geht. Also, weißt du? Ich kann es nur gerade nicht einstellen. Ich hab mal eine Idee, da kann man vielleicht noch eine Idee haben. Ich mach mal ein Internetspiel auf. Und stell da auf T3. Und mach. Ich mach's noch mal auf. Mal gucken, ob du das findest. Also noch lädt er. So. Ich sehe zumindest ein Game. Ja, dann connecte doch noch mal. Einen komischen Namen. Nee, das ist irgendwie ein Gegeneinander-Game. Okay. What the fuck? Hast du jetzt bei LAN gesucht, oder? Nee, ich hab Online-Server gesucht. Aha. Ich hab einen Server gefunden, aber das ist, glaube ich, nicht deiner. Oder? Hm? Das ist irgendwie Nolf Revival TKDD. Ja, unser müsste Couch Gaming 2.0 heißen. Das. Aber guck mal an der LAN, ob du den da vielleicht siehst. Nö. Dann mach du mal einen Online-Server auf. Und stell da mal die Bandbreite ordentlich hoch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie, wenn dann im Game irgendwo eine niedrige Bandbreite konfiguriert ist, dass das dann limitiert. Ne? Und man kann das Headbobbing niedriger stellen, das ist gut. Ich habe einen aufgemacht. Okay.
LAN, ne? Also Internet. Ja. Aber ich guck mal gerade bei LAN. Ja, ich sehe das Game. Ich bin drin. Gucken wir mal. Ja! Also jetzt habe ich das Haken nicht. Das läuft auf jeden Fall besser. Ja. Wir haben es hingekriegt, B. Hervorragend. Oh, ich habe immer noch das Problem, dass linke Steuerung Screenshots macht in Steam. Auch wenn es als F12 eingestellt ist. Oh, ich hab's gerade. Ich muss auf Schuriken wechseln. Mal echt nicht viel Munition. Ich glaube, Sneaken ist vielleicht gar nicht so dumm in dem Game. Aber das Gefühl, die kommen, wenn die erstmal getriggert sind, sowieso von überall. Ja, das sagt immer noch ein bisschen, aber es ist nicht mehr so schlimm wie vorher. Ist das eine Ninja-Rolle oder was ist das da gerade, was da passiert? Sie ist irgendwie die Treppe runtergefallen. Vielleicht war das ein Skript. Niedersterne findet man auf jeden Fall eine Menge. Man kann aber immer nur drei tragen oder so, oder wie ist das? Scheinbar. In der Hütte war er nicht. Ich meine, wir haben X auf der Karte, da müssen wir vermutlich hin, oder auf dem Kompass. Ja, wir müssen ja eine Person finden. Wenn du Tab drückst, kriegst du auch deine Objectives angezeigt. Oh, ich habe einen Coin gefunden. Ich glaube, da liegt noch einer für dich. Ja. Er ist grün. Oh, diese Control-Button. Ich glaube, wenn er grün ist, dann hast du ihn schon eingesammelt oder so. Sound the alarm! Sound the alarm? Nein! Nein, das ist nicht gut! Wo ist denn der Alarm, den sie jetzt gesounden wollte? Das Schild? Das ist da oben. Wow, wow, wow. Da ist wieder irgendwo einer. What the fuck? Die geht nicht schneller als ich sie. Ich komm da hin. Erstmal looten und dann dich aufheben. Hier sieht das gehört. Das ist schon wieder ein bisschen hakelig. Ach so, man kann drei auf einmal haben und dann muss man nachladen von den Shuriken. Du kannst aber mehr in der Hand, also mehr mitnehmen. I see you. You'll pay for that. Oh, ich glaube, du hast mich umgebracht. Nein, du schläfst nur. So. Wow, ich hab fast keine Idee mehr. Warum hast du eigentlich noch Schuss für das Ding? Ich war nicht so verschwenderisch. Nein, mach mal was. Ich hab Auto Weapon Switch ausgestellt und trotzdem wechsle ich automatisch zu den Shuriken, wenn ich sie einsammle. Hm. Komisch. Oh, die droppen First Aid Kits. Dann sucht man Döller. Bei einigen zumindest. Ich glaube, du kannst länger gedrückt halten. Was ist das? Oh. Ich habe Heavy Body Armor gefunden. Was hast du wohl? Kann ich nicht ausrüsten oder so? Kann man irgendwie schneller laufen? Nee, wir haben schon standardmäßig Sprinten an. Mit Shift kannst du langsamer. Das Ding ist auch ein bisschen komisch von der Physik her. Ich glaube, es ist realistisch. Ja. Oldschool-Realismus meinst du? Nee, bei Oldschool-Games ist ja Gravitation normalerweise ziemlich niedrig. Hier wirkt sie relativ hoch. Wir gehen erstmal um das Gebäude rum, würde ich sagen.
Nee, wir gehen doch rein. Geht nicht. Ja. Kann ich hier rüberklettern irgendwie? Na, links vorbei. Ups. Oh, ich drück ständig Tab. Das ist... Wo bist du? Hinter dir. Hier sind Ninjas. Okay, sie da. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube, du hast sie getriggert. Ah ne, da bist du. Das Feuer kann man nicht durch. Ich sehe keine Ninjas. Die sind weggelaufen. Wir sind wieder am Anfang. Ja, und auf der anderen Seite des Feuers. Nein, das ist der Start. Oh. Aber. Da ist ein Ninja auf dem Dach. Ja, warum? Das ist ein Paralleluniversum. Nein! Du hast dich schon wieder Alarm schlagen lassen. Ach so. Oh, das war. Ein von den Ninja-Sternen auf die Granate gewechselt. Hervorragend. Was macht die eine da eigentlich mit der Laterne? Ich weiß auch nicht. Die gute KI. Sounds loud. Loud. You can't escape. Pick that heart. That heart. Ow. Ow. Wenn ich das Game nicht über Steam gestartet hätte, könnte ich jetzt auch Ninja Kick. Könnte ich jetzt auch Steuerung benutzen zum Ducken, anstatt C gedrückt halten zu müssen? Das ist nämlich kompliziert. Oh, ich habe ein Beret gefunden. Beret. Beret? Ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich krieg Schaden. Ich kann mich wehren. Im Singleplayer hast du noch so einen Elektroschocker. Ah, ich weiß. Komm mit mir. Ich werde dich verletzen. Das hurt. Du zahlst für das. Ich hab keine Waffe. Das ist ein bisschen problematisch. Was ist das Game so hart, Fair? Du hast mich umgebracht übrigens. Was? Ich hab nicht mehr Friendly Fire an, Fair. What the fuck? Ja, ich meine, der Modus ist wahrscheinlich auch für die, die das Hauptgame schon durch haben und wissen, was sie tun. Wir wissen offensichtlich nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun, ne? Ich werde jetzt erstmal Screenshots machen, wenn ich mich docke. Ich meine, immerhin können die auch nicht richtig zielen. Ich kann doch so genau aufvisieren. Präzision ist nicht so das Geilste hier. Wo bist du eigentlich? Piu piu, aber sehen tue ich dich nicht. Warum kann ich nicht mit der Faust zuschlagen? Bin im Spawn Room gestorben, das ist bestimmt nicht gut.
Ja, eigentlich soll man ja auch Leichen verstecken und so ein Shit, aber irgendwie sehe ich den Sinn hier gerade noch nicht so richtig. Das Game ist ja wohl so, man kann Stealth, muss ja aber nicht, ne? Also. Ich renne einfach. Oh, ich sind zu viele Gegner. Ich will da rein. Ich habe ein Geschenk gefunden. Ja. Ich habe eine riesige Armee Ninjas gefunden. Und ein Kanister. I see you! Ein Body Armor. There you are! Somewhere! What happened? I've got you! That spy will pay for this. You can't hide! Hey! Come back here! Away. I'm sorry. You're in trouble. Ich will jetzt sneaken. Ich bin Solid Snake. Ja! Wenn ich Solid Snake wäre, würde ich den nächstgelegenen Gatling suchen. Und Carnage anrichten. Vielleicht erschickt euch wieder ein Alarm. Oh, ich hab ein Geschenk gefunden. Eine Lachgasgranate. Ja, das ist es. Good job, Pep. Ich will ja mal sagen, dass sie sich zu Tode gelacht haben. Ich glaub, das ist eine mega Verschwendung. Säuregasgranate. Das ist ja alles gibt, ey. Direkt aus dem Konzentrationslager. You found a dirty toothbrush. Was ist damit? Ich finde auch die ganze random crap. Ja. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Sieht so anders aus. You found a wooden charm to ward against evil. What the fuck? Das Game hat random shit. You're in trouble now, Fev. Ich hab nochmal die Heavy Body Armor mitgenommen, die wir vorhin gefunden haben. Ich bin so tanky. Wo bist du eigentlich? Du bist doch bestimmt dieser grüne Punkt auf der Karte. Ist das richtig? Ich stratz. Ich schleiche hier rum. Du bist bestimmt auf der anderen Seite dieser blöden Holzwand. Irgendwo war ein Tor. Ein Sneaky Mac Sneaker. Und irgendwann stehe ich wieder am Anfang von dem Ganzen. Mhm. Ich bin in deine Richtung gerade. Wir werden uns gleich sehen. Ha. Irgendwer hat den Alarm schon wieder ausgelöst, ja? Ich weiß nicht. Oh Gott, ich hab meine Munition. Was war das für eine Granate? Acid Gas? Ja, lass sie in diesen Gang reinkommen, dann machen wir sie mit Acid Gas fertig. Finish him! Ich seh nix. Ich hab mir selbst in die Augen gepisst oder so. What the fuck? Da hilft nur Acid Gas. Kannst du mich aufheben? Ich find hier nie wieder hin. Take cover! Kannst du ja gleich mal looten, ob du ein Medkit findest. Mal Light Body Armor gefunden. Da rechts drin war übrigens Heavy Body Armor. Ich habe schon. Hier liegt noch eine Heavy Body. Ich hab sie dir jetzt weggenommen. Ja, ich bin ein Arsch. Ich könnte Agent M sein. Du bist aber Agent P, Mann. Agent P? Just like the word starting with P.
Ich meine, es ist auch völlig nicht ersichtlich, welche Töne du hier aufmachen kannst und welche nicht. Wie im echten Leben. Die sehen aber exakt gleich aus, die Türen, die du auf. Kann ich die Flasche da aufsammeln? You're in trouble now. Ninja? Sie hat geläutet, glaube ich. Vielleicht. Ich weiß nicht. Auch nicht. Ich könnte für sie läuten. Ich komme gerade nach vorne von dem Haus. Ich brenne! Du hast mich schon wieder umgebracht! Was? Das hat nichts mit mir zu tun, Ver. You were killed by B. Ich weiß nicht, ob das nichts mit dir zu tun hat. Wie kann ich dich aufheben? Du musst einfach nur E drücken. Danke. So wie du es looten machst. Ja. Das habe ich ja versucht. Das hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich in der Leiche von dem Ninja drin lag. Ich werde einfach mit diesem. Ich werde dich einfach damit killen. Ich glaube, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem. Mit dem Keychain kannst du leider nicht killen. Den Chuck Norris. Ich kann sogar mit der Keychain töten. Du musst es doch irgendwo. Ja, du bist doch zu diesem X auf der Karte. Ja. Ich würde sagen, hier geht's lang. You're in trouble now, Pfeff. Sag das nicht zu laut. Oh. Yes! Wir sind so gut, wir sind nur 20 Mal gestorben und haben das erste Chapter. Ist bei dir ich eigentlich. Das ein Chapter war oder nur ein Level von dem Chapter? Oh, er speichert sogar, das ist ja nett. Er speichert leider auch den Status von der Body Armor. Und welche Body Armor? Und dass ich keine Munition habe. Sound the alarm. Der war auch nur ein Schwert. Hier liegt eine Body Armor. So. Die hat andere Clothes an, die ist irgendwie braun. Die hat auch mehr Shurikens dabei gehabt. Und sie hat 30 Schuss für die Pistole dabei gehabt. Oh, ich hätte eine Munitionskiste dabei gehabt. Dabei gehabt. Da war nichts drin außer Munition. Scheinbar habe ich aber auch keine Munition für die Waffe gefunden, sondern für irgendeine andere. Body Armor, meine. Hier ist Briefkasten. Da drüben hier liegt überall Body Armor, da drüben liegt nochmal Body Armor. Auch komm, wahrscheinlich gleich ein Bossfight. Ich dachte, die hätte ich schon eingesammelt, vielleicht respawnt die auch. Ist gerade irgendwie hakelig schon wieder. Hast du Spaß? Das Game muss ich mal gerade zusammenreißen. Gib mir, ich hab was gefunden. Ich hab Bandages gefunden. Ich hab was Besseres gefunden. Wow! Es gibt ja auch irgendwie Mod-Waffen, die man sich noch dazu laden kann, wenn man es braucht. Warte mal kurz. Ich will mal gucken, ob ich dir irgendwie Munition geben kann. Oder mein Equipment. Nee. Ich dachte, ich hätte auch schon Bolzen aufgesammelt, hätte ich dir die gegeben. Dieser Screenshot-Button, ne? Schon ein bisschen nervig. Jetzt verlieren sie immerhin auch Bolzen. Ich bin unsichtbar. War ich zumindest. Oh, das war's schon. Scheinbar. Wir waren sneaky. Sneaky Faff. Agent Sneaky Faff. Oh Gott. Sieht so kacke aus. Das ist sowas von meiner Armbrust. You're in trouble now. What? Wie hat die dich gesehen? You don't have a chance. Sie konnte nicht läuten.
Warum kann ich sie nicht auch durchsuchen? Weil ich sie schon durchsuche. Aber sonst kann ich auch alles durchsuchen. Ich werde jetzt einfach dauerhaft kriechen. Scheinbar ist man nicht langsamer, man ist nur lautloser. Das Squad-Team. Da hinten ist einer, aber ich glaube, ich bin zu ungenau mit der Armbrust. Kann man ranzoomen irgendwie? Ne? Wow! That skill! Wie das aussieht! Das ist richtig kacke aussieht, als du Devian warst. Finde ich gut. Und man kriegt von seine Bolzen immer wieder. Ja, ist bei den Schuriken aber da ja auch so. Wenn der Wand stecken bleiben, so kannst du sie wieder mitnehmen. Ich habe auch nur 5 Bolzen noch, die müssen konserviert werden. Ich habe noch 18. Ja, weil ich am Anfang welche verballert hatte, ohne sie wieder zu kriegen. Kannst ja auch irgendwie die Munitionstypen ändern, ich weiß bloß gerade nicht mehr wie. Den davon habe ich nicht umgebracht. Ich auch nicht. Ich schwör. Kann man die durchsuchen? Nope. Das ist wahrscheinlich Agent M. Das ist Agent Enis, man. Agent Enis. Ich bin Agent P und er ist Agent Enis. Er sah schon so ein bisschen so aus wie so ein Smooth Criminal. Da unten hat irgendwer jemanden betäubt. What? Nur wo wer lacht, dann sag mir Bescheid. Dann weiß ich, was zu tun ist. Das ist doch unser Ziel. Oder wer ist denn? Ja. Wie auch immer sie heißt. Aber kann sie nicht aufheben? Was soll ich mit ihr machen? Wahrscheinlich nix. Aber. Was ist das? Return. Bring sie nur nicht um. Ich glaube, umbringen ist nicht so gut. Wir sollen aber mit ihr zum Punkt zurück. Oh, ich kann sie aufheben. Du hast in der rechten Hand die Armbrust und sie. Aber ich... Müssen wir jetzt den ganzen Weg zurück, oder? Ich glaube schon. Ich muss dich eskortieren. Können wir in die Karre rein? Nein. Ich nehme das Geschenk mit. Kann man hier... Nein, wie? Da, wo das X ist. Escort-Mission. Oh. Aber hier ist Money, brauchst du Body Armor? Oh, nee, brauch ich nicht. First Aid ist ganz gut. Oh, mach was, ich kann nichts tun. Achso, da ist ein Gegner, sag das doch. Hab ich doch. Gib mir meinen Bolzen wieder. Ich kann gerade nichts tun, solange ich die Olle auf der Schulter habe. Ich müsste sie halt jedes Mal droppen. Bleib schon hinter mir. Mach das. Zack gerade, deswegen ist das Aim ein bisschen schwierig. Ich krieg wahrscheinlich nur einen Bolzen wieder, nehm ich mal an. Nee, ich hab gerade eben noch mehrere wieder gekriegt. Oh, schön im Kopf steckte der. Ja, Poison Bolt, 3 Stück. Sind die auf einmal giftig, weil ich hier Blut dran hab? Wie wechsle ich denn die Munition mit Q, hab ich gesagt, ne? Ja. Oh, ich hatte 35 Stück. Aber das ist ja eher so für Sneaky Action. Warum steht denn da 16 von 35? Also 35 ist absolutes Maximum wahrscheinlich. Das zweite nicht. Siehst eine Spur von Zs hinter dir her. Ich habe ja auch Agent C auf der Schulter, Mann. Agent C? Oh. Ab und zu sind die Ruckler ganz schön heftig. Ja. Ich glaube, wenn so Gegner spawnen und so. Ich glaube, das. Oh nein, Leute! Shit! Da kommt eine ganze Menge, weißt du was?
Ich versteck mich in der Decke. Wirf sie auf den Boden, genau. Au. Oh. Oh Gott, ich schieß meine ganzen Pfeile gerade daneben. Ja, ich auch, ich geh dich da ran. So, gib mir meinen ganzen Shit wieder. You found a rotten apple. Warum auch immer die einen verrotteten Apfel dabei haben? Und ein Baguette. Ach nee, Baguette. Das sind Franzosen. Ich kann nicht lesen, das war Baguette. Baguette. Ich nehme sie jetzt mal an Stelle. Nein! Du hast eine Armbrust, ich nicht mehr. Ja, ich kann sie wieder hinwerfen. Das sieht so kacke aus. Ich weiß. Warum hast du sie und die Armbrust in der gleichen Hand? Das habe ich doch gerade gesagt. Das hörst du auch. Warte mal, ich helfe dir. Oder auch nicht. Oder hinten ist einer. Eine. Ja, ich seh's. Oh nein, sie ist in die Ecke gelaufen, das ist nicht gut. Oh Gott. Oh, hier liegt die Armbrust. Vielleicht ist da Munition bei. Ja, 5 Bolzmann dabei. Unser Hund geht gerade irgendwie ab. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Sind meine Eltern gerade angekehrt oder. Er hat Flöhe oder so. Spontaner Anfall von Flöhen. Das erste hört sich irgendwie besser an, fair. Ja. I see you! Wow! Ah, sie sieht mich. Tu was. Ich muss in Nahkampf gehen. Mit Ehre und Shit. Nein! Ich bin fast tot. Lag nicht irgendwo Medkit? Keine Ahnung. So bin ich schon da. Nicht. Das ist übrigens nicht die Flöhe. Das sind die Extraction Points. Ja. Ich bin mal 2-3 Minuten AFK. Ja. Bis gleich. Jo.
So. Ich frage mich, ob das ganze, also ich, das ganze Game wird ja nicht aus einem Gegnertypen bestehen, es wird ja nicht die ganze Zeit Ninjas. Keine Ahnung, ich kenne das Game nicht. Ja. Ich kenne das Game auch nicht. Die Ninjas sind schon ein bisschen komisch. Ist das, wo sind wir hier eigentlich? Laufen wir jetzt wieder ganz zum Anfang zurück? Scheinbar. Ich werde auf jeden Fall nachher eine Menge Screenshots löschen müssen. Du wirst von hinten attackiert und von vorne und... Oh, ich habe jetzt Giftmunition. Am Start. Achso, ich habe eine ganze Menge Pistolenmunition, sehe ich gerade. So ein Medkit wäre echt mal geil. Nicht durchsuchen kann, weil ich die andere auf der kann ja so nicht durchsuchen. Meine Pfeile wieder. Hier sind Bandages übrigens. Ich hab auf dich geschossen, es tut mir leid, aber ich musste verhindern, dass die Leute. Bandages, das hier? Hm. Ich hab einen Headshot abgekriegt, glaube ich. So gehen echte Agenten vor, sie gehen irgendwo hin und mördern alles wieder. What? Kate is dead. Autosave. Scheint der Anfang des Stücks hier zu sein. Ja. Da haben sie die einfach gemördert, während wir nichts hingeguckt haben. Keine Ahnung, die kommen sowieso die ganze Zeit aus dem Nichts, die Gegner. Ich bin gestorben. Das sieht irgendwie romantisch aus, was da gerade passiert. You can't escape. Oh.
Ich würde dich ja aufheben, aber du liegst auf. Die andere liegt auf dir drauf. Ich kann dich eh drücken. Sieht erst aus, als würde sie auf mir liegen. Ja, das sag ich ja. Die andere liegt auf dir drauf. Ich kann dich eh drücken. Ich bin ja da. What? Wo bin ich gespawnt? Am Start, oder nicht? Vielleicht? Nee, vielleicht auch nicht. Nein, nicht. Oh, was bist du? Ich dachte, da läuft wieder eine und will Kate mördern. Siehst du so aus? Du siehst aus wie die komischen Braun von denen. Da lag ein Rucksack, wo sie lag, wo ich gestorben bin, ob das mein Shit ist? Kann schon sein. Hm. Ich habe einen Granaten dabei. Stimmt, die habe ich auch noch. Oh. Was hast du getan? Stun-Granate. Ich stelle mir den entsprechenden Singleplayer vor. Du wirst irgendwie betäubt und respawnst völlig woanders. Und überall liegen 20.000 Leichen rum. Was ist denn hier unten? Hier ist eine Sneak-Passage. Geht nur leider nicht mit Sneaken, wenn man so ein fetten Buddy dabei hat. Kannst du nicht dich duken mit der? Nee. Tja, Pech gehabt. Frage ist nur, wie komme ich da hin? Dann wirst du die ganzen Explosive Balls hier unten sind halt nicht dir holen. Naja, aber irgendwo müssen wir ja auch weiter, oder? Also. Das ist die Frage. Wie stelle ich denn meine Balls um? Bei mir ist es Q. Gruß von mir nach links, Len. Ja, Len habe ich ausgestellt, weil wer braucht das schon? Kate wäre auch irgendwie nützlicher, wenn sie nicht pennen würde. Oh, hier sind Ninja. Wow! Ich hab mal geläutet. Da oben auf dem Dach ist einer. Bam! What the f? Du hast Explosivbolzen? Ja, ich hab einen Raketenwerfer, meinst du? Das trifft's am ehesten. Leider habe ich nur noch einen davon. Ich wüsste gar nicht, wo es lang geht. Durch das Tor kann man nicht durch, nein. Das ist ein Geschenk, ich mag Geschenke. Angry Kitten? Munition gefunden. Ich habe eine Katze, Per. What? What? Das muss eine Mod sein. Sehen wir next. Ist doch nicht Postal? Das ist auch kein Schalldämpfer, ist eine Katze. Also, wahrscheinlich kannst du die auf die Gegner loslassen und sie lautlos damit töten. Aber hier geht's leider auch nicht weiter, hier waren wir noch gerade eben schon, oder? Hast du die Tür mal ausprobiert? Ja. Ich kann auch Türen mit ihr öffnen. Oh, das Ding. Okay. So. Die werden sich wundern. Da oben ist einer auf dem Dach. Das ist Sneaks, ja. Wir haben es geschafft. Good job, Mr. Cat. Mr. Cat kommt jetzt erst. Wir müssen sie immer noch mit uns rumschleppen. Was ist jetzt in die Richtung weiter oder in die andere? Ich glaube, die hier ist richtig.
Schleichgeschwindigkeit ist nur minimal unter der Geschwindigkeit, die ich normal habe mit ihr auf dem Rücken. Das ist fast nicht zu merken. Aber es ist bloß gerade rauszufinden, wo es hier lang geht. Hier geht's auch nicht. Guck mal, ich habe ein Gimmick gefunden. Ich kann das Schild umdrehen. Die Gegner in die falsche Richtung laufen. Safety und Death. So retarded werden die Gegner ja wohl nicht sein. Das ist so gut. Ich will einen Gegner haben. Ich will ihn mit einer Katze beschmeißen. Ja, hier. Yeah. Im Geschenk? Ja. Okay. Ist hier überhaupt Gegner irgendwo? Was ist das? Kann ich das benutzen? Pantoffeln? Gegner! Nein, wie? Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nur gehört! Sie hat rote Augen! What the fuck? Sie hat einen Knopf am Arsch übrigens. Das war eine Robokatze? Ja. Vielleicht gibt's diesen Robo-Vogel. Oh. Ich will Geld droppen, aber es geht ja nicht. Oh, jetzt. Hätte ich das schon vergessen. Olli, wie heißt du? Kate. Ich hab kein AP mehr. Lass mich vorgehen. Nimm du Kate. Ich hoffe, wenn du stirbst, dass sie nicht mitstirbt. Ah ne, ich bin ja schon mal gestorben, die auf dem Arm. Schon wieder ein Baguette gemacht, Mann. 9? Hat 10? Du sagst wie? Wie? Was? Was hast du gesagt? Ich hab schon wieder ein Baguette gefunden, hab ich gesagt. So. Ja, wer redet doch hier? Ich hab ein Taschentuch gefunden. Ja, hinter uns. Und vor uns. Ich wurde geschlitzt. Ich würde dich ja aufheben, aber. Warte mal. Was kriegen wir hin? Dann wird die gestanden und getaumelt. Stand die da irgendwie seltsam. Ich habe zu viel Munition verschwendet gerade und Leben habe ich auch nicht mehr viel. Ich auch nicht. Und dann habe ich Rüstung gefunden. Was gibt's da nicht? Irgendwie ist das mit. Oh, da ist eine mit Lampe. Wie sieht die ein? Das ist doch. Ich hab doch nicht mal in die Richtung hier geguckt. You're in trouble now. Wo bist du eigentlich? Was sollst du? Nein, die bist Kate beschossen. Oh. Irgendwie ist das alles auch nicht so spannend, Pat. Vielleicht wird das noch spannender. Bisher ist es halt nur so, es sind Ninjas in den Leveln. Komm mal, an den Ninjas vorbei. What? Ich hab die Katze aktiviert. Warum hat er die jetzt? Ich war reingeladen, da war sie schon halb mit der Animation durch. The fuck? You failed. Oh Mann, die Katze. Ja, press any key und dann geht die Katze an. Du musst halt nicht den Mausbutton. What the fuck? Wie committed suicide? Benutzt mal eine andere Taste als den Any Key.
da funktioniert. Ich denke mal, wenn wir sie irgendwie an den Anfang getragen haben oder wo auch immer sie hin muss, dass wir dann mit Chapter 1 durch sind, dann kommt vielleicht was Geileres. Es gibt ja auch Fahrzeuge und sowas im Game, glaube ich. An dem Feuer kommen wir halt nicht vorbei. Da hinten ist der Ausgang. Das ist mega umständlich, an dem Feuer vorbeizukommen, ne? Ich weiß auch vorhin nicht, wie wir es gemacht haben. Karte wäre auch irgendwie nett. Wir schon die Special Agents sind, dass wir nicht mehr eine Karte haben, ist schon so ein bisschen erbärmlich. Wir haben Roboterkatzen. Dafür hat das Budget gereicht. Ja! Du bist hier irgendwo. Dich gefunden. Ja! Oh, da hinten ist eine. Boom, Headshot. Hast du Giftpfeil am Start? Ja. Hier sind Bandagen dran. Oh, Gegner. Headshot hat Gegner getötet. So sneaky gerade. Wir sind auch gleich am Ausgang. Weiß ich nicht, das X ist ganz schön weit weg von uns. Sound the Diablo! Wow! Ich hab mich, bin vergiftet. Du hast dich selber vergiftet. Du lebst aber wieder, bist wieder am Start. Ja, ich hab Tauben gesehen, Mann. Tauben? Ja. Oh, da oben ist ein Gegner. Gegner! You're in trouble now! Ja, ich sehe sie bloß nicht richtig. Über uns. Ich spring von Dach zu Dach. Nein! Wo ist Kate? Wo hab ich Kate abgeworfen? Ja, von mir. You'll pay for that. Warum ist sie tot? Gestorben. Ja, ich hatte sie bei mir, aber ich habe sie irgendwo in der Ecke gedroppt und sie ist trotzdem gestorben. Weil ich sie durch den Boden gefallen. Was passiert, wenn man sie einfach irgendwo hinwirft? So, oh, wird sie schon überleben. Sie auf die andere Schulter nehmen könnte, könnte ich ja mit meiner Pistole schießen, aber Agenten sind scheinbar nicht schlau.
What's this? Oh, hab ich dann. Nein, der hat den Alarm gedrückt. You don't have a chance. Das hat nicht funktioniert. Dann hat man das treffen. Oh Mann! Die hat einen Shuriken auf mich geworfen und irgendwie Kate getroffen, die hinter mir war. Ja. Müssen Kate verstecken. Agent C, Mann. Du bist ja auch nach jedem Hit tot. Ja, sie ist eine ganz schöne Pussy. So viel zu strong female protagonist. Hey. Ich werde sie gleich in dieses Haus reinwerfen. Den Spawn garantiert im Haus ein Ninja oder so. Ist gerade ein Shuriken durch die Wand geflogen. Hier drin nicht sicher ist, ne? Oh, ich habe für einen Crossbow ein Zielfernrohr gefunden. Sound the alarm. Frage ist, wie benutze ich es? There you are. I see you. You won't. Ach, komm, ey. Get away from me. Wo bist du? Um die Ecke tot. Ist wahrscheinlich der da. Und wenn du in das Gebäude hier reinkommst, wirst du Armor finden. Da drin. Ich hab's zugemacht. Ich würde gerne wissen, wie ich meinen Zoom benutze. Achso, ich hab keine Benutzer mehr für den Shit. Oh, ich hab auch ein Zielfernrohr gefunden. Ja, wahrscheinlich das gleiche. Ganz hart da drin. Mitnehmen. Keine Ahnung, wie man das Zielfernrohr benutzt. Oder ob das Ding einfach nur genauer ist. Kann sein. Willst du sie nehmen? Nimm ich sie. Ich habe immerhin noch Läuf. So machen, ja. Ich sehe einen Schatten mit Schwert. Wo? Da, in dieser Ecke hinter uns. Da oben ist ein Gegner. Im Dach. Ich tue sie in das Haus. Und dann mache ich jetzt zu. What's wrong? Geh mal aus der Tür. I'm sorry. You can't hide. You're in trouble. Oh. Pass auf, ich hab Captain Robo Kitty losgelassen. Nein, wenn sie kein Target hat, dann wird sie uns töten. Ich hab mich im Haus verschanzt. Ich hab's ja Angst vor der Katze. Die Katze gekillt. Ich nehm Kate wieder mit.
Ich suche mir das nächste Gebäude, wo ich sie reinstopfen kann. Hier ist ein First Aid Kit, brauchst du eins? Nee. Krieg ich denn die Tür wieder zu? So. Hast du schon wieder komplett aufgeräumt, ja? Ja. Ich sie mal wieder. Ist auch gleich geschafft. Ein B. Und lass einfach zum Ausgang rennen. YOLO. Das war der erste, die erste Mission. Immerhin sind wir gleich ungenau, Fer. Ziemlich genau. Ich bin sogar ein bisschen ungenau, oder? Aber das mehr Kills. Aber auch mehr Deaths, aber auch. Supercomputer. Ist bei dir eigentlich auch links und rechts irgendwie so ein schwarzer Balken von oben nach unten? Das ist, weil das Game nur für 4:3 geprockt ist und die Mod das Widescreen macht, aber das funktioniert nicht für die. Für das. Okay. Wenn du angeschaut hast, hast du auf diesen roten Screen. Black Screen! Oh, wir haben die Stun Gun. Und einen Code. Yes, auch. Und einen Codebreaker. Ja. Bis dahin hat. Drin? Oder bist du. Ja. Du läufst schon da vorne rum. Irgendwo. Hast du auch den Utility Launcher? Ne, ich bin einfach nur durch die Dinge, die mich gedacht. Was ist der Utility Launcher? Ich weiß nicht. Ich hab damit geschossen, keine Ahnung, was damit passiert. Ich hab Explosives, Codebreaker. Ich bin immer gespannt. Also, ganze Menge Shit. Ich bin der Dude mit der Schmuckschatulle. Ich bin unauffällig. Hase. Schlecht. Ich glaube, den kann man nicht treffen. Sicher? Das ist ja cool, wenn man immer genau dran vorbeischießt. Aber irgendwo scheint es Schneemobile zu geben. Wie? Ja? Du hast sie getroffen? Kann ich wenigstens looten? Nee. Leckere Hasen. Immerhin, aber er hat nichts. Nicht mal Fell. Nicht mal einen verrotteten Apfel. Es gibt Schneemobile, die wir einsammeln können. Oh. Ich denke mal, dass jetzt Hubble Philipp ein Gegner ist. Na, Karl. What the fuck? Sind wir in Russland? Keine Ahnung. Ich hab Na, Karl. Hat ihn. Ja. Ich hab, glaube ich, die. Ne, ist. Keine Ahnung, wofür die Munition war. Vielleicht für die AK, aber ich hab keine AK. Die AK ist gut. Kann ich bitte mitfahren? Nein, du hast dich übergefahren! Ich häng fest! Nehm mich gefälligst wieder auf! Das ist übrigens die schlechteste Schneemobilphysik, die ich jemals gesehen habe. Ich hab dein ganzes Loot eingesammelt. Du hast mich auch immer noch nicht aufgehoben. Wo bist du denn? Lieg da, wo du dein Schneemobil geparkt hast. Hab ich auf dem Russen gefunden. Ja, den hab ich ja. Hier liegt aber niemand. Dieser Rucksack, der da liegt, bin ich. Ja, aber die kann ich nur looten. Die can't pick up anymore. Ich hab so viel Shit jetzt. Meine gute AK ist weg, Mann. Ich hab eine AK. Das mit über 100 Schuss. Das Ding war OP. Bist du das? Kannst du aufsteigen? Nein, kann ich nicht. Du kannst nicht aufsteigen? Nein. Dann suchen wir dir jetzt noch eins. Guck mal, da ist eins. Mann, bist du langsam. Ich schieß gleich mit dem Utility Launcher auf dich. Ich weiß nicht, was es tut. Zum Glück
steuert sich das ja gar nicht wie ein Stück Scheiße. What the fuck? Die Two-Player-Dinger haben sich ja schon beschissen gesteuert. Wir stehen auf Skype, das ist irgendwie. Wie kann man so unfähig sein, Pep? Sie wollen die Russen alle brennen gerade. Oh, hier ist eine Schanze. Oh, da muss ich schon mal lang. Lieber Tomb Raider. Also egal, was sie sich bei der Physik hier gedacht haben, so fährt sich kein echter Schneemobil. Ich kann mit dem Ding nicht lenken, tut mir leid. Da kriegst du ja... Ja, ich mache mal so ganz subtile... Ja, das Ding macht ja auch irgendwie 90 Grad Drehungen oder so. Ich tippe immer nur ganz kurz drauf. Man kann das aber einstellen. Die Turn Rate. Achso, du lenkst du mit der Maus? Nein. Der Maus ist das gar nicht steuerbar, das Ding. Der Maus ist das eine Katastrophe. Aber das natürlich ganz gut. Aber wie hast du dich umgebracht? Hast du mich jetzt in Russe abgeschossen? Achso. Ich bin schon über die dritte Rampe, ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Oh, ich hab das Ziel erreicht. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht, Fer. Da ist irgendwo hinten Banane gefunden. Da kannst du irgendwo rechts hoch, so ein Kreis-Ding, also so eine Kurve nennt sich das, glaube ich. Und dann musst du über so eine Rampe springen. Ich habe eine Sniper-Rifle und Bananen. Ich kann die Bananen werfen. Ich hab Angst. Wir haben schon nichts zu tun. Ist nicht Worms. Aber der Sniper Rifle muss man doch zoomen können. Ich versuche jetzt den Zoom-Button zu finden. V-Flag. View wahrscheinlich. Zoom ist Y. Ich mach das mal auf mittlere Maustaste oder rechte Maustaste. So. Yeah! Die Sprünge sind so unrealistisch, Mann! Da kommt eine Karte, bist du das? Oh, das bist du. Bring mich bitte nicht um. So, wir müssen in dieses Gebäude hier rein. Hier liegt Shit. Viel Shit. Und der Shit respawnt. Münzen und Granaten. Ich bin voll mit Granaten. Und Sniper Rifle Ammo ist auch voll. So, jetzt müssen wir hier funken. This is Foxhound. Now that Agent Archer has retrieved the information we needed from the mainframe computer at the nearby Soviet installation, we want you to shut down this operation for good. Reinforcements have already converged on the site, so getting in there won't be easy. Do whatever it takes. We need that computer destroyed. Do whatever it takes. Take down the computer by infiltrating the installation and planting four explosives. Yeah. Dieser Pizzamobil. Moment, das war die falsche Richtung, oder? Weiß nicht, kann sein.
Es tut leid! Und dann möchte ich nicht mal aufheben, sondern irgendwo in die Pampa fahren, ey. Ach so! Ich glaube, ich kann dich nicht aufheben, wenn ich dich übergefahren habe. Warum denn nicht? Achso, du liegst daneben. Das letzte Mal ging das nicht. Aber es hat zu lange gedauert, nicht aufschneiden. Kann man ja hochfahren? Dann müssen wir in eine Höhle oder so. Sprünge sind noch hart, wir erzählen ja nichts, ey. Wir wirken sowas von falsch. Ich habe eine Katze gefunden. Ich glaube, ich nähere mich dem X. Bin einfach zurückgefahren bei diesen Russen. Noch haben sie mich nicht bemerkt. Leider hab ich auch keine Body Armor und keine Lebenspunkte mehr. Ja, hier ist alles voller Russen. Man schaut diese auch. Ja, aber du hast leider meine ganze Body Armor gekillt. Du, im Haus war aber jetzt einsammeln. Achso, das ist jetzt nachtötig. Hat er jetzt hier wieder einsammeln können? Ich sammle gleich dich hier ein, Freundchen. Ich geb dir gleich eine Banane. Das? Ich stehe hier rum mit dem Start und ich bin das. Du fast tot, bitte tu mir nichts. Du siehst aus wie der G-Man übrigens. Ich hab Angst vor dir. Du bist wie Winston. Ich geb dir gleich die Banane. Komm, was ich für dich hab, ja. Ich schenke dir das hier. Okay. Das sind jetzt die Rossenlupen. Ich weiß mal, das Kaninchen nicht essen kann. Echte Agenten würden das. Wenn sie Low HP wären. Ich hab Brandmunition gefunden. Wahrscheinlich ist YZ, wenn, so wie ich Games nee. Kenne. Y ist schon Y. Ja, immerhin das. Immerhin schlagen die auch nicht die ganze Zeit Alarm, die Gegner hier. Ja, die respawnen zwar irgendwie, oder es kommen auf jeden Fall welche nach, aber wenn man sie tot hat, sind sie tot. Also mir gefallen die schon mal deutlich besser als die komischen Eulen da, die Ninjas. Ich versuche das Tor aufzubrechen. Du, wie wär's, wenn du herkommst, das ist das Ziel. Achso. America. Also ich stehe im Ausgang, glaube ich. Okay. Yeah, wir sind jetzt russische Basis und shit. Der Supercomputer. Das könnte awesome sein. Scharfschützengewehr ausparken und sneaken. So ist das besser an Stealth Games. Rumsnipern. Oh, ich hab die stärkste Waffe im Game, fair. Ich glaub, also die könnte OP sein. Ich weiß noch nicht, wie man sie benutzt. Du kannst sie werfen, aber passiert nichts. Da hinten ist ein Russe. Da hinten war ein Russe. Da war noch ein Russe. Das ist wie mit. Das ist wie in der DDR, die hatten keine Panzer. Hier gibt's bestimmt einen Alarm oder so. Ist gerade rückwärts gelaufen, also so Moonwalking-mäßig. Bist du jetzt wirklich jemand mit Bananen umbringen? Auch, man kann sie aber nicht besonders. Wow! Das ist genau, was sie bringt!
Du rutschst drauf aus, ja? Ja. Bin gestorben. Ich auch. Ich kann ihn nicht treffen. Er ist zu OP. Wenn die Banane wie so eine Bananenschale gerendert wäre, dann würde ich sagen, okay, ich weiß, was sie tun, aber es war einfach nur eine Banane. Vor allem, du brauchst echt eine halbe Stunde, um wieder aufzustehen von dem Ding. Das Ding ist, du respawnst ja auch jetzt ohne die ganzen Shit, die musst du wieder einsammeln. Kein Sniper-Gewehr, ich habe nur einen Utility-Launcher. Also wird jetzt jemand mit dem Utility-Launcher gelauncht, Mann. Wenn ich ihn treffen würde. Das Ding tut einfach gar nichts, glaube ich. You can't escape. So viel Shit wieder aufgesammelt. Mein Shit liegt hier. Ey, es ist, glaube ich, in dem Moment despawned, als ich draufgelaufen bin. Mein Shit ist weg. Ich habe kein Scharfschützengewehr mehr. Ich kann so nicht. Ich hab gar nicht arbeiten. Ich hab. Der Slapstick ist real! Was ist eigentlich dieses Auge? Heißt das, dass man stealthy ist? Das kommt nämlich ziemlich selten. Das ist sehr effektiv. Ich glaube, hier sind wir unsichtbar in diesen Dings. Sie könnten uns verstecken. Hier war ein Lockpick. Noch mehr Lockpicks. Ja, ich kann das Licht anmachen. Da kannst du nicht mehr verstecken. Anscheinend auch zu respawnen. Kannst du das Fenster rein sneaken? Ein Scharfschützengewehr zu haben wäre schon geil. Nach Verstärkung funken, vielleicht hat er es geschafft. Mit hier niemand zu hören. Was ist das hier? Komm her, Pfeff. Komm her. Hast du dich gerade selber geschockt? Ich hab dich nicht geschockt, ich hab dich angewildet. Angewildet? So. Ich hab einen Welder, Mann. Da wäre mein großes Problem. Kann ich mal das Licht ausschießen hier in dem Game? Hast du noch ein Scharfschützengewehr? Ja. Dann mach den im Fenster mal. Welchen Fenster? Ich hab ihn gemacht. Keine Munition mehr. Ja, die droppen ja alle AK-Munition. Hier liegen so viele Knechte rum. Wieder einer am Fenster. Jetzt nicht mehr. Ich hab einen Tracking-Dart gefunden. Das ist wahrscheinlich dann, wenn du ihn damit anschießt, auf der Karte. Als Dot. Oh, ein Tracking-Dart. Oh! Vielleicht kannst du mit dem Utility-Launcher Tracking Darts verschießen. Ah, komm schon. Yep. Wir haben Tranquilizer und Tracking Dart. Tranquilizer sind die Dinger hier. Scheiße. Ich bin fast tot, Mann. Eichen jetzt. Guck mal, da ist ein X. Das ist eigentlich ein Welder. Wofür ist der?
Vermutlich habe ich einen Welder und einen Toröffner. Kann ich das Tor hier lockpicken? Nein. Wozu? Kann ich hier durch den Zaun welden? Der hätte den Russen gefunden, wenn sie uns beschießt. Ich treffe ihn noch nicht. Mother Russia. Ich habe ihn getranquilized. Aus. Das heißt, die Gegner sind alle weg. Man kann Wodkaflaschen umkippen, warum auch immer man das tun sollte. Die Gegner anzulocken. Weil, wie jeder weiß, reagieren Russen darauf, wenn Wodkaflaschen umgeschubst werden. Wenn ich einen Feuerlöschern schieße. Oh. Wow! With a weldable lock. Ich hab's geweldet. Ist. I heard something. Bist du ein Welder? Oh, hab ich. Feeling sleepy. Du hast ihn tot geweldet. Das wollte ich beim ersten Mal schon machen und dann hat er mich vorher über den Haufen geschossen. Sound the gun! Oh, you're there! Ist das russisch? Wahrscheinlich, aber hätte man den Alarmknopf nicht gedrückt, der hier oben rot und leuchtend ist. Dafür müssen die Akashis eigentlich, wer weiß, wie weit zu hören sein. Also, nein. Ich hab aus Versehen, was ist das? Oh, hier ist ich habe einen Lockpick gefunden. Ich habe auch zwei davon. Oder? Ich habe aus Versehen im Medkit eingesammelt. Da gibt es eine Tür, die ich lockpicken kann hier. Ich habe ein Dokument gefunden, aber ich kann es nicht einsammeln oder lesen. Eine Tür gelockpickt. Was ist da? Ich lockpicke auch gerade eine Tür. Wer, wo bist du? Wann das? Die Tür ist da. Hier ist noch was zum Lockpicken. Hast du einen Fahrstuhl benutzt? Nein. Ich hab meine Waffe weggesteckt. Hier ist noch ein weiterer Lockpick drin. Wo bist du? Oben. Ah, das ist eine Treppe. Das ist schön, ist ein bisschen hakelig gerade. Warte. Wie warte? Hallo, Per. What the f- Was ist das? Minenwerfer? Micro Missile Launcher. Es gab doch bei Unreal Tournament diesen Minenwerfer, erinnerst du dich an den? Der so Spinnen abschießt, das Ding war geil. Es gab bei. He's waiting for you. Es gab sowieso lauter geile Waffen bei Unreal. Sollten wir wirklich mal wieder zocken, irgendwie eine Runde Assault oder so. So Pseudo-Koop. Bist du denn? In dem einen Raum, der Ausgang ist. Der eine Raum, den ich noch nicht benutzt habe. Ich will jetzt einen Micro-Missile-Launcher irgendwie feuern, Fer. Dieses dringende Bedürfnis. Oh, guck mal, Daniel hat uns zugekaut. What the actual fuck is this game? Now you're in trouble. Die, you ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Auf jeden Fall No One Lives Forever 2. Ich will den Chat drin. Hast du gerade mit dem Micro-Missile-Launcher angeschossen? Ja, die leider nicht. Überraschenderweise sind die nicht durch den Zaun durchgeflogen.
Ich hab ja nix, ne? Also. Oh, da war eine Kamera. Coins und Shit. Was kann man mit dem Coin eigentlich machen? Ich glaube auch eine Leute. Lockmittel. Ich brauch AK-Munition. Kiss yourself goodbye! Kiss yourself goodbye! Hier ist ein Fleischermesser, das will ich haben. What the fuck? Aber man kann sich auch sammeln. Oh. Ich glaube, wenn man es werfen könnte. Aber Pfeff, komm hier rein, ich hab was für dich. Da liegt eine Banane. Scheiße. Das war nicht unauffällig genug. Das hätte funktionieren können, ne? Vielleicht am Messer sieht er rechts und so aus, jetzt könnte man es auch picken. Troll fail. Okay, es geht weiter. Ich weiß halt nicht, wo wir respawnen, wenn wir sterben. Das sollten wir nicht unbedingt provozieren. Aber Bananas, man. Das Scam hat so geile Waffen. Das Scam echt abgefahrenes Shit. Ich meine, an sich ist das Game ziemlich ranzig. Ja. Ich meine, es ist dual, ne? Also. Ja, aber. Der Singleplayer ist vermutlich sogar besser, aber. Ja, Alter, ja, Cutscenes und Shit. Oh, ist eine Kamera. Da war eine Kamera. Face me, coward. Ja, hier ist das zum Welden. Oh, ja. Das sind Russen. Oh, Russen. Achso, shit! Du bist auf die andere Seite gekommen, Per. Ich bin hier rübergesprungen. Die Stun-Gun ist übrigens OP. Ich werde sie jetzt dauerhaft mit Bananen außer Gefecht setzen. Wenn sie aufstehen, werden sie bananisiert. Ich habe übrigens kein Life mehr. Ich bin mal gerade in diesem Turm. An unmarked grave awaits you. Ow! Most. Ich würde sie ja töten, aber ich hab nix. Ich bin übrigens auch ziemlich tot. Ich bin tot. Achso, nee, ich hab mich auf meinen eigenen Bananen auf. Du hast da zwei Bananen hingelegt! Weil sie aufstehen! Oh. Du fucking Troll! Mann, ich will die irgendwie umbringen! You asked for it. Oh, bin gestorben. Ich auch. Ich hab leider den ersten Schuss daneben gesetzt. Im Laufen schießen geht in dem Game halt nicht so gut. Hey, you, get up! Yourself! Kommen die ganzen Russen auf einmal her? Aus Russland wahrscheinlich. Das macht Sinn. Die scheiß Bananen. Die stehen wieder auf. Ich will meinen Shit wieder haben. Ich hab ja noch eine Kitty. Oh, ich hab meine Sniper Rifle nicht. Achso, ich hab noch eine Kitty. Ich kann meinen Shit nicht aufsammeln. Hier ist eine Kitty, wenn du noch was. Naja. Hier ist kein Shit. Ja, jetzt ist er irgendwie despawned, aber ich konnte ihn noch nicht aufsammeln. Jo, den kann ich looten. Jetzt hab ich hab irgendwie fast gar nichts mehr. Was ist, wo ist mein ganzer Shit hin? Explosives habe ich noch. Die sind doch Quest-Item, ne? Mehr oder weniger. Ich dachte, die Stun-Gun ist OP, der Tranquilizer. Ich meine, du musst einmal draufschießen, der fällt um. Er stirbt zwar nicht, aber ist ja egal. Töten kannst du ihn dann immer noch. Da hinten sind Russen. Was ist denn da? Oh. Bist du? Zack. 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 Hat man da halt nicht grenzenlos viel gefahren.
Ein Schuss? Ist das ein Schrotflinte oder sowas? Ich würde sagen, er hat das überlebt, hä? Ein Schrotflinte oder sowas hast? Nee. Kommst du darauf? Hört er sich so an irgendwie? You found a shopping list? Ich finde es sehr doof, dass man die nur looten kann, wenn sie tot sind. Das ist irgendwie moralisch verwerflich. Ja. Ich hätte fast geschossen. Und wenn ich schieße, steht keiner wieder auf. Here I come! Oh. Ich möchte. Das. Hier ist eine Heavy Body Armor, willst du sie haben? Ja. Komm mal raus. Bist du drauf? Oh, ist der. Hier eine Müllarmer. Ja. Hast du mich angeschossen? Der Russe. Wird die Katze schon aufgeräumt? Hier ist ein Code Schloss. Ja, das die Code den Shit. Das kannst du doch auch welden, oder nicht? Nein, nee, ich hab's decoded. Oh. Hier ist noch mehr Armor. Da in der Ecke ist noch irgendwas. Nee. Sah so nach so einer Geheimecke aus, aber. Sound the alarm! Sound the alarm! Ja. What? Der ist gestorben! Sind diese E's auf der Karte die Bombenplätze? Ja, ich hab einen gefunden hier. Ja. Muss jetzt nur noch mal eine Bombe finden. Muss einfach nur E drücken. Ich hab den Supercomputer noch nicht gesehen. Wie er angeblich sein soll. Ich hab ihn gefunden, ja. Ja? Hier ist er. You don't have a chance! Die Russen gefunden. Oh, das warst du, fuck. Sorry. Da war ein komischer Typ mit Trenchcoat steht, der im Schloss nagt. Ohne Scheiß, du siehst genauso aus wie die anderen. Du bist genauso kackbraun. Gar nicht wahr. Da, wir müssen die Treppen hoch. Welche Treppen? Diese Treppen. Kann die Treppen nicht hoch. Du auch nicht. What? Ja, Spezialagent sind unfähig, Treppen hochzulaufen. Ist das ein Bug oder ist das ein Feature? Scheiße, das sind hier einfach die Minendinger irgendwo. Hier ist zum Beispiel noch einer. War schlechtes Design. Ich hätte die Tür einfach dann nicht offenbar gemacht. Öffnbar. Warum? Ich hab aufmachbar. Ich stecke jedes Mal meine Dings wieder weg. Habe ich keine mehr oder was? Ich habe hier eine platziert. Ich habe hier gleich noch eine. Jetzt habe ich keine Bomben mehr, glaube ich. Der Timer läuft. Feedback at Unity. Wo ging's hier nochmal raus? Ich weiß nicht, wo waren wir gerade eben? Welcher Retard Agent macht denn die Bombe an, bevor er draußen ist? Die Treppe war's nicht, scheiße! Ich bin draußen. Ich bin tot. Wo ist der Kühlschrank? Ich muss in den Kühlschrank! Okay, ich bin tot. Der Kühlschrank wie bei dem schlechtesten Indiana Jones Teil ever. Dafür hast du einen kürzeren Rückweg wahrscheinlich. Dafür ist mein ganzer Shit weg. Wenn wir es jetzt sehen, du brauchst den Shit nicht mehr. Oh! Russenproblem. Großes Russenproblem. Du machst das schon, Fer.
Du bist scheinbar woanders gespawnt als ich. Ich bin tot, also noch bin ich gleich gespawnt. Getötet. Ich denke dir gegenüber. Schafft nicht aufzuheben, wer Premium. Was war das? Eine Granate? Irgendwie sowas. Was macht er da eigentlich? Er vergast seine Mitbewohner? Ich hab's auch gesehen. Keine Ahnung, was das war. Ich glaube, ich werde die Stungun wieder ausrüsten. Das Ding ist einfach nur strong. Was ich so ein bisschen nicht verstehe, ist, warum die Tracking-Darts droppen. Ich meine, das sind Russen, keine Tracking. Shit. Scheiße! Mal Schaden, ey. Da ist noch ein Russe! Noch ein Russe! You found a ticket to the amazing Olga at the Flying Feline Sunday Matinee Performance. Yo. That's random. Ich hab wieder Explosives. die scheinen auch extrem präzise, die scheiß Stun-Gun. Warte, ich muss den Russen noch looten. Ow. Fuck you! Ich schlafe jetzt übrigens, ne? Das kann dauern. Ja, stehst schon wieder auf. Ich wollte dich looten, aber ich durfte nicht. Was bist du? Warte. Du wirst nicht einschlafen, ich schwöre. Hast du mich getrackt? Das war ein Tracking grad. Ich wollte sehen, wie es aussieht. Ich hab dich vorhin schon mal mit einem angeschossen. Ohne dass ich es bemerkt habe. Die machen ja keinen Schaden oder so. It's ja. Most rest. Zählt es nicht, sie mit der AK dann zu töten, aber es macht wahrscheinlich Lärm, ne? Lärm ist vielleicht nicht so gut. Wieso hast du schon wieder der Gerät? Der Gerät wieder eingesammelt habe. Oh Mann. Ein oder ein Dönerbrät hat wahrscheinlich der Gerät. Au! Wir müssen tiefer in die tiefsten Tiefen der Keller. Au! Der Russe an sich ist ja ein netter Mensch, ne? Aber im Keller. Au! Im Keller ist der Russe gefährlich. Ich wurde gekillt, Mann. Sehen, wie der geschossen hat? Das Ding über seinen Kopf gehalten. Wo bist du eigentlich? Wo bist du gestorben? Draußen. Draußen? Ich hab mit dem Raketenwerfer halt nichts getroffen. Außer dich selber. Nee. Ich hab Sniper Rifle gefunden. Was ist das hier? Was soll das hier? Don't like the way this looks. Sound the alarm! Was ist eigentlich unser Objective gerade? Meet back at the Unity Cabin, okay. Wir müssen wahrscheinlich. Ah, wir müssen zu diesem Häuschen zurück. Im Radio drin. Oh, ich auch
wecken. You, get up. Genau das. Where are you? Coming for you. Bist du schon wieder? Are you alright? It's a spy. Draußen. Intruder. You must. Dies ist draußen. Face me, go! Shit! You've taken a dig! Oh Gott, ey. Das ist halt. Man kann halt nicht laufen und schießen im Game, das ist. Ja, man ist ein bisschen übermäßig unpräzise. Dafür sind die Gegner auch. Komisch, wir sterben trotzdem die ganze Zeit. Es sind ja auch einfach mehr Gegner als wir. Ich habe eine Bärenfalle gefunden. Good job. Kann jetzt auf Bärenjagd gehen, Fab. Oh! Wir müssen uns damit beide umbringen. Ich glaube übrigens, dass hier falsch ist. Wir sind falsch, B. Was? Hier ist drauf. Achso, hier ist. Okay, das ist doch ein. Ja. Ich kenne mich in Russland nicht so aus. You are a brave man. Oh, oh, da oben. What the fuck? Sound the alarm! Sleepy. It's a spy! Ow! Ow! Das hat ihn nicht gekillt, der unzerstörbare Stacheldraht hat ihn beschützt. Ow! 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 What the fuck, man? Must rest. So, jetzt hier aus die Sniper-Rifle nicht, die da drin lag. Ah. Ja, ich habe auch nichts mehr. Muss trotzdem gehen. Doch, ich habe das hier. Müssen wir eigentlich lang? Durch Lager durch, oder? Du bist falsch. Ist der hier? Ich glaube, hier ist richtig. Vielleicht auch nicht. Da ist schon wieder einer am Fenster, oder? Der ist aufgewacht. Jetzt pennt er wieder. Also man kann die doch looten, wenn sie schlafen. Ja, klar. Haben die denn keine... Ich habe einen Plastik-Armeesoldaten gefunden. Haben die dann keine Waffen mehr, wenn man sie lootet? Also wenn sie aufstehen, sind die dann unbewaffnet? Ja. Ich habe eine Klebbombe und Cyanid gefunden. Eine Klebbombe hatte ich vorhin auch gefunden, aber ich habe sie irgendwie im Inventar nicht gefunden. Das ist für die Pistole. Für den Utility Launcher. Oh, hast du noch einen Schlüsselknacker? Ich habe die Bombe platziert, aber... Ne, ich meine Lockpick. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die Glue-Bombs benutze. Lockpick. Ne, er kann sich aufschießen. Ja. Wie, du bist ein schlechter Agent, muss man so sagen. Ah, Russe! Nimm die Bärenfalle! Das dauert leider ewig aufzusetzen. Bewusst. Ich bin tot. Ich auch. What the fuck, man? Ich sehe ihn nicht mal. Doch, er ist auch in dem Turm drin. Tarnkleidung, B. Er ist so getarnt vor dem Beton. Oh Mann, ey. So, ich werde jetzt vor dir. Warte mal, wo war denn das Ding jetzt?
werde es schon finden. Ich werde es schon finden. Irgendwo ist es hier. Nein, ich bin draußen. Shit. Ich glaube, es ist ein Stockwerk über mir. Ich fehle auch gerade, es zu finden. Oh nein! Das ist... Ich weiß, was es ist. Come out at once! Ich werde mich verlaufen. Hast du's? I shall enjoy killing you! Most rest. Feeling sleepy. Sleepy. So, machen jetzt Speedrun. Noch ist hier eh nichts los. Schneller, Pfeff. Warte. Sie schießen auf uns. Nicht, wenn sie schlafen. Der schläft auch. Nee, auch mit dem Ding trifft man auch gar nichts, ey. Ja, Explosionsrate ist in dem Game so eine Sache, ne? Wir waren doch echt da letztes Mal. Ja. Jetzt müssen wir noch mit den Schneemobilen wieder abhauen. Die Schneemobile sind ja wie geil, muss ich ehrlich sagen. Nein! What? Warum konntest du von hinter mir aufs Schneemobil aufsteigen? Ich wollte es einfach doller als du. Ich hab keine Lust zu laufen. Verpiss dich mit dem Ding. Ich hab mir nicht geholfen. Das hat mir kein Glück gebracht. Das ist alles voller Rost. Ja, sag bloß, ich hab keinen Schneemobil. Oh, fuck you. Du hast auch nicht zu zweit auf ein Schneemobil können. Oder dass sie wenigstens zwei Schneemobile spawnen. Das wäre richtig cool, wenn einer drauf könnte und der andere könnte schießen. Es gibt leider keinen dritten Teil von dem Game. Warum da wäre das dann wahrscheinlich möglich. Warum eigentlich nicht? Hat keiner die IP oder was? Ja, du kannst es ja auch nicht mehr kaufen, also hat scheinbar keiner die IP oder niemand weiß, wer sie hat. Keine Ahnung. Ich meine, so schlecht ist das Game nicht. Es bräuchte halt einen moderneren Anstrich, aber sonst. Ja. Ich glaube, das ist dein Loot, das ich hier gerade einsammle. Ich glaube, es ist mir scheißegal. Ich höre dieses Geräusch. Alle Fan. Ich möchte sie endgültig schlafen sehen, glaube ich. Achso, ne, ich kann sie ja so looten, habe ich festgestellt. Verschwendung, sie umzubringen. Moment. Hier stehen so viele Schneemobile. Da oben? Ja. Das ist wahrscheinlich extra so, damit man nicht so weit laufen muss. Hier steht echt alles voll mit Schneemobilen, der ganze Weg. Diese Sprünge sind trotzdem vital, dass du halt einfach beschleunigst, wenn du die Rampen hochfährst. Ja. Die wirken auch echt irgendwie geskriptet, also. Sind damit sie? Das normale Verhalten von dieser Physik Engine ist. Glaube auch nicht. Ich hab's kaum sehen. Ich hab's kaum sehen. Danke, dass du mir eine Sniper Rifle nachgelassen hast. Das Geräusch auch noch dabei. Vor allem eine Banane, das ist beide
What? What? Move, idiot! I got you! Scheiße! Scheiße! Look out! I shall enjoy killing you! Feeling. Sleep. Most. Here I come! Yes! Granaten? Ja. Oh Gott, ey. Ihr habt da 3 Granaten hingeworfen, die leben immer noch. Ich sehe echt so ein bisschen aus wie so ein Rosser, muss ich ja ehrlich gestehen. Public Masturbator Trenchcoat, ne? Genau das. Es ist Brute Force angewandt. I'll feed you to the wolves! Wolves! Gotta kill this dog! Ich meine, was ist das für eine Strategie von den Russen eigentlich? Die rennen einfach wie so eine Zombie-Horde ins Gebäude rein. Das funktioniert ja auch noch, wenn wir nicht respawnt würden. Kannst du mich aufheben, bitte? Dauert ziemlich lange, so. Wahrscheinlich ist es gelohnt zu warten. Get to the chopper! You don't have a chance! Kriegst du das nicht davon? Ja, ich krieg das nicht hin. Ich hab die falsche Waffe gehabt. Ich hatte die Track Gun. Ich glaube, dass es eigentlich irgendwie gedacht ist, dass man sich mit Scharfschützengewehren verteidigt, aber ich sehe es irgendwie nicht passieren. Ich glaube, man soll sich mit Bananen in der Tür verteidigen. Kiss your son. Wir haben es ja schon geschafft. Nur zum Chopper. Warum, hä? Warte, ich jetzt hier auf. Dieser Versuch. Ich werf jetzt um. Oh Mann. Wir müssen jemanden töten und dann fotografieren oder umgekehrt? Ich hab die Lippenstiftkamera, ja? Da steht gar nichts von töten. Wir müssen ihn so fotografieren. Wo bist du eigentlich? Weiß nicht. Komm mal her, Pfeff. Hast du gedacht, oder? Ist das das, wo der Bildschirm so kacke gelb wird? Mhm. Ich hab was gefunden. You want through? 50 Rupees! Guck's dir an. Was? 50 Rupees? You want through? Was für no one passes without paying Harige! Don't make Harige angry! Ich verstehe schon. Hey, er ist in Ohnmacht gefallen. Oh. Das war nicht der Weg. Ich hätte gedacht, das ist die Lösung. Er hat gesagt, please kill me and I will let you through. Please! Scheiße. You want through? 50 Rupees! Er will Geld haben. Wir müssen 50 Rubine einsammeln.
Rupees? Opien? Rupees. Rubies? Rufies? Rufies. Is someone there? I have some punishment for you! Sie schießen. Oh. Wir sagen wir unsere geile Justizgun nicht. Ich will halt sehr gerne niemals das Haus verlassen oder das Ding. Oh wow, die haben jeweils ein Geld dabei, ja? Nee. Ich weiß, wie wir 50 zusammen kriegen. 10. 10? Wieso 10? Weil das gerade bei mir stand, irgendwas mit 10 Rupees oder so. Collect 550 Rupees, also. Ja, aber ich glaube, da stand gerade eben noch irgendwas von der 10 oder so. So, keine Ahnung. Boah, ist das gerade mega laggy bei mir. Yep. Alter, was ist das denn? No one passes without being hurried! Ich meine, haben wir kein Geld? Also ich meine, warum sind wir Agenten, die so mittellos sind, dass sie nicht mal Geld haben, um so einen komischen Knecht zu bezahlen für was nochmal? Sonst ist das Tor. Damit ihr durch das Gitter. Ich meine, what the fuck? Hier. Ja, wir müssen ja nicht umbringen, wir müssen ja nur eine Knarre an den Kopf halten. Realismus und so. Ich mach mal ein Foto von dir. Oh, so ein Säbel. Ah, ich nehme ihn mit. Sehr. What the fuck? Irgendwie da auf dem Kreis. Ich hab's gesehen, ich wollte es einsammeln. Hat nicht funktioniert. Der beste Willen, ich weiß nicht, wo wir lang sollen. Vielleicht durch dieses große, dezente Tor hier. Ist das, kann man das aufmachen? Ja. Das, was nicht so aussieht, als wenn man es aufmacht, mal, da steht einer. Ist ein Zivilian? Er sieht friedlich aus. Ich glaube aber. Er hat eine AK auf dem Rücken. Danke, Phelps, danke. Ich hätte dich nur vor Schlimmerem bewahrt. Ich wurde von Pfeff gekillt, das war noch schlimmer. Da ist einer auf dem Plakat, der sieht auch so aus. Wie unsere Freunde hier. Der hat gar keine Rupees dabei gehabt. Der auch nicht. Scheinbar haben ja auch nur ganz ausgewählte Gegner das Zeug dabei. Oh, ich habe was gefunden. Was denn? Es nennt sich Combat Shotgun. Klingt gut. Ich habe auch was gefunden, Fer. Was denn? 10 Rupees. 30 Rupees brauchen wir noch. Das nennt sich Combat Banana. Ist das ein Civilian? Keine Ahnung. Schau mal nicht. Oh, ich habe auch eine Combat Shotgun gefunden. Die auch oben in so einem Haus gefunden oder was? Ja, wahrscheinlich bist du in dem gleichen Haus gewesen. Ne, wobei du bist weiter als ich, glaube ich. Das ist aber auch laggy, das Gefühl. Kamen hier gerade alle mit Messern auf mich zu ran. Dann habe ich die Shotgun ausprobiert. Oh Gott! Das ist so laggy gerade. Hilf mir, Pfeff. Ich hab Rubies gefunden, die so rumlagen. Ja, ich auch gerade eben. Du bist nicht mehr da. Doch, noch liege ich hier. Aber ich weiß nicht wo. Das mag sein. Ah, doch, das blaue, du bist der blaue Punkt, ne? Wie weit bist du denn von mir weg? Jetzt bist du wieder grün. Ja, jetzt bin ich auch gestorben. You there! Stop! Ah! More blood is dead, my friend!
Uh-oh. How about some pain, my friend? Ich meine, zeigt das eventuell zum letzten Punkt? Dieser, oder ist das, wo wir insgesamt sind? Was meinst du, das I? Ja. I know you're there. Komm, taste my vengeance! Ich bin nicht auf mich. Ich bin gerade eben gestorben. I look forward to killing you! Now you have your sword! Oh, tut mir leid. I look forward to this! Er hat mich geschlagen, dadurch bin ich gestorben. Ich wollte ihn gerade mit der Band. Da ist ein Gegner. This is no time for lying down. What the boss doesn't know won't hurt him. Guckt sich seinen toten Freund an. Jetzt ist er selber ein toter Freund. Jetzt ist wieder hakelig gerade. Wovon? Warte, ich wurde von irgendwas angeschossen. Ich auch. Ich hätte mal nicht gesehen. Ich auch nicht. Doch da hinter uns oben auf dem Balkon. Ihn bitte nicht töten. Es ist hakelig gerade. Jetzt geht's wieder bei mir. Danke für die Banane. Leg Rucksack. Deiner vermutlich. Oder meiner. Willst du weg? Auch nicht mehr so viele, ne? Oder haben sie sich resettet? Keine Ahnung, brauchen noch Rupees auf jeden Fall. 10 Stück, hier. Ne. Oh. Immer noch 10. Ja. Yeah. Sehr schön, wie. Easy. Auf den Rückweg finden irgendwie. Ah. Ich habe ihn gefunden. Du musst nur der Bananenspur folgen. Kann ich ihn da nicht auch ausrutschen lassen? Ja. Yep. Kann ich. You killed the civilian. You may pass! Go! Also, ich wollte, dass du lustig war, als du es getan hast. Aber hättest du aufgemacht im Liegen. Nee, das habe ich auch gemacht. Er hat nur gesagt, you may pass. Er ist ein Arschloch, ey. Ich möchte ihn töten und ausrauben. Oh Gott, dieses Gebiet ist mega laggy, ey. Ja. Ich hab so viele Bananen. Was ist das? Was pass. What was that sound? He hates his job, lad. Who made me angry now? Don't think I didn't hear you. I have some punishment for you. Oh, hat er gebrannt? Ja, ist es nicht. Brandmunition vielleicht, oder du? Ja, ich hab Brandmunition. Ich will irgendeine geile Waffe wieder finden. Shotgun. Ja, nee, irgendwas abgefahren ist. Sowas wie eine Katze. Durch das Menü mit Mausrad durchscrollen ist irgendwie aufwendig. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig geil. Oh. Ist aber strong.
Hier sollen wir irgendwo hin. In das Gebäude wahrscheinlich oben rein. Nicht auf alles schießen, weil wir müssen ja irgendjemanden fotografieren. In flagranti. Ja, ich lockpick mal fest. Wir haben keinen Lockpick. Letzte Geheimagenten. Das wäre ehrlich erst Lockpick finden, ne? Weil man das Tor nicht weil man das Schloss nicht kaputt schießen kann. Yep. He left nearby. Nearby kann in diesem Game hier alles bedeuten. Ich finde die ganze Zeit irgendwelche Munitionspacks und so, aber da ist kein Lockpick drin. Mhm. Der Leck ist an. Soll ja auch eigentlich die Schlüssel finden, ne? Wahrscheinlich. Welche Schlüssel? Für den Raum. Da stand der Schlüssel oder Lockpick. Ey, wir mal ganz kurz AFK. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. So. Man kann den Glühbirnen rumdrehen, aber das bringt auch nichts. Mhm. I left the keys in usual place. Das ist schon so ein Art Rätsel. Eine Türmatte oder so, die man hochnehmen kann. Dann sind sie da drunter oder sowas.
nehme den Lockpick. Hast du? Ja. Ja, ich sehe, wo du den gefunden hast. Ich hatte auch schon so einen Briefkasten auf. Da war aber leider nichts drin. Please don't pick flowers for me from my planter box downstairs. Hm, vielleicht soll man das dann tun. Die Blumenmann. Wir sollen find a good vantage point from which to photograph Balaji. At his mistress's apartment. Ist das das Apartment von der Mistress? Oder ist das sein Apartment? Ich glaube, wir müssen irgendwie die Fenster vernünftig aufmachen und uns dann irgendwo da drüben hinstellen. Nee, wir müssen genau das, was du gerade gesagt hast. Aber kommen wir ja auch nirgendwo hoch. Schlafzimmerfenster sollten wir vielleicht auch aufmachen. Die einen gingen irgendwie nicht auf. Das, ne? Das, diese Ecke hier finde ich eigentlich ganz geil, aber das zählt wohl auch nicht. Also. Hier in seinem Schlafzimmer ist ja auch irgendwie so ein Vorhang-Ding, wo du dich reinhocken kannst, aber das ist scheinbar auch nicht. Hier ist noch ein Fenster nicht auf gewesen. Ne, ich glaube, man soll schon von draußen reingucken. Warum haben einige Türen eigentlich nicht mal Griffe? Ich frag mich nur von wo halt. Ich meine, wenn ich Spy wäre, würde es mir von hier reichen eigentlich, aber. Aber wir müssen ja irgendwie da hochkommen irgendwo, oder? Kommen wir fast so vor, aber es sieht nicht so aus, als würde man da hoch können. Da irgendwie rein? Das gibt's da nicht, ey.
Das Game ist doch. Das ist doch. Wir müssen den Codec benutzen und Colonel Campbell anrufen. Der weiß, was zu tun ist. Nichts, was so offensichtlich nach Vantage Point aussieht. Ich habe das Gefühl, ich habe hier auch schon alles ausprobiert. Hinterm Vorhang ist man immer unsichtbar. Vielleicht, wenn wir beide hinterm Vorhang sind? Bist du unsichtbar? Ja. Ja. Komm mal in die Kamera raus. Nein, der Vorhang ist schon verdächtig. Ja. Hast du dich hier reingeduckt eigentlich? Nö. Dass du richtig unsichtbar bist? Scheint auch nichts zu tun. Das ist eigentlich der ideale Platz, also nur kein Fluchtweg. Oder muss man von hier aus doch irgendwas sehen? Ja, ich habe ja schon aus den ganzen Fenstern rausgeguckt, da ist ja auch nichts zu sehen, wo man hin könnte. Was war schon auf dem Zettel drauf? Mit den Blumen. Unten sind Blumen, die man nicht pflücken soll. Ich guck mir das mal an. Wo sind Blumen? Ja, das ist die Frage. Ist das auch nur der Hinweis, dass man... Irgendwo lag vorhin eine Blume rum, ich weiß bloß nicht mehr wo. Ja, ich habe auch schon so einen Blumenstrauß gesehen, aber... Das war, glaube ich, weiter weg. Aber vielleicht ist das auch nur ein Hinweis, wo das Apartment vor der Eulen ist. Das ist ja das Apartment von der Eulen. Weil da stand ja, bitte hinterlass mir keine Blumen. Also denke schon, dass sie ihn erwartet. Oh, ist der Zettel weg? Ist der Zettel weg? Respawnt er? Sie erwartet ihn und wenn der einen Zettel liest, soll er ihr keine Blumen pflücken. Das macht ja irgendwie Sinn. Licht hatten wir auch ausgemacht bei unserer Sneak-Aktion hier, ne? Ja, aber irgendwie habe ich gerade... Was ist, wenn man da alle Lichter ausmachen muss? Warum? Nicht auf dem Fluss noch jetzt an.
bestimmt da, wo die scheiß Blume vorhin lag. Ich glaube, das ist nicht ihr Apartment. Das ist nur ein Hinweis, wo ihr Apartment ist. Okay. Das kann sein. Hier sind Blumen. Oh, yes. Right. Das wird sein. Jetzt müssen wir noch den Vantage Point finden. Aber das ist ein Blumenladen. Das heißt, ihr Apartment ist drüber, oder? Ja. Aber. Keine Ahnung, Mann. Ich hab 'ne Idee. Scheiße, mit Bananen bewerfen funktioniert nicht. Beste Idee ever. Sieht auch überall so aus, als wenn man da hoch könnte, aber man kommt ja nirgendwo hoch. Waren wir noch nicht drin. Das ist ein Folterraum und da liegt eine Banane. Die haben Leute mit Bananen gefoltert. Krankenschweine. Das war ja sehr erfolgreich. Im anderen Raum war auch nichts von. Nee. Eine Banane. Weißt du was, ich zeig jetzt das Game und hab ich keinen Bock mehr. Ich hätte sonst gegoogelt. Das reicht für heute. Okay. Für Session 1. Session 1. No one lives forever 2. Aber so schlecht ist es gar nicht. Nö. So, damit beende ich dann auch meinen Stream. Jo, bye bye. Oder auch nicht, weil der Hotkey nicht funktioniert. Also, so.